Manuelsen feuert gegen Rap LaRue und erhält noch am selben Tag die Antwort: Mehr Streams gemacht als Manuelsen in 15 Jahren Rap. Diese Ansage ist erst der Anfang. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier sowie auf Instagram Rapcheck. In den letzten Jahren haben viele junge Musiker die Gelegenheit bekommen, ihr Talent zu beweisen. Durch Rap-Formate und Rap-News wurde man auf den ein oder anderen aufmerksam. Viele von ihnen wurden zu kleinen Stars und machen mittlerweile mehr Streams und Klicks als etablierte Rapper in der Szene. Auch Manuelsen kann zahlentechnisch da nicht mithalten. Während aber die Karriere von den jungen Künstlern gerade erst anfängt, ist Manuelsen seit über 20 Jahren dabei. Nun geraten die beiden aneinander, denn Manuelsen rät jedem davon ab, da mitzumachen. Die Show ist der reinste Schmutz. Die Antwort kassiert er noch am selben Abend, denn einer der Gründer namens Sammy lässt die Zahlen sprechen. 15 Jahre Rap-Karriere und kommt streamtechnisch nicht an die Rapper der Rap LaRue Gang ran. Hier hört es euch an. Ich finde, da sind ein paar gute Leute rausgekommen, wie Mooney zum Beispiel. Mooney finde ich stark. Und noch so vereinzelt ein paar andere. Aber das Format an sich finde ich sehr schmutz. Und ich rate auf jeden Fall jungen Leuten, da nicht hinzugehen und da nicht teilzunehmen, weil das absoluter Schmutz ist vom Ding her. Oder ich bin alt genug, ich respektiere jede andere Meinung. Ja. Falls ihr eine Rap-Karriere haben wollt wie Manuelsen, versucht's auf seinem Weg. Falls ihr eine Rap-Karriere haben wollt mit Streams, kommt gerne zu Rap LaRue, Dreddies. Von mir aus, macht's wie ihr wollt. Jeder hat seine eigene Meinung natürlich, verstehst du? Zahlen sprechen für sich laut Adam Riese. An die Rapcheck-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Würdet ihr bei solchen Rap-Formaten mitmachen oder doch auf Manuelsen hören? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.